Hallo ihr lustigen Orkjäger da draußen und herzlich willkommen hier zurück zum Mittelerde Schatten des Krieges. Wir müssen unsere Festung verteidigen, habe ich gerade eben im Ladebildschirm gehört. Und das macht auch absolut Sinn, denn wenn man etwas hat, dann will es jemand anders einem in der Regel wegnehmen. Und ich möchte meine Festung nicht hergeben. Definitiv nicht. Das bedeutet letzten Endes für uns, dass wir schauen müssen, dass wir das jetzt hier alles irgendwie in den Griff bekommen. Ich schau mal ganz kurz mal, wie viele Orks eigentlich auf unserer Seite sind, beziehungsweise wie viele wir kontrollieren. Es sind weniger als erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, befehligen. Garl. Zum Leibwächter machen. Ach, jetzt habe ich ihn zu meinem Leibwächter gemacht. Befehligen. Arbecker. Nee, den will ich als Leibwächter haben. Ich finde diese Olokais irgendwie ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Sollen wir mal Ziel markieren? Kann ich da jetzt hier was machen? Kuga. Ausbildungsbefehle. Kann ich nicht irgendwelche Ausbildungsbefehle geben? Warte mal, welchen Level hat er? Er hat Level 18. Wir sind schon ein bisschen stärker. Der ist auch Level 18. Der ist Level 16. Hat allerdings einen Buddy. Der ist Level 20. Es gibt ein paar von denen, über die wir nichts wissen. Okay, das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen ändern. Ansonsten müsste ich doch jetzt irgendwo auch mal meine Festung organisieren können, oder? Wo kann ich meine Festung organisieren? War das im Inventar? Ich gehe mir kurz mal durch. Ein Level 20 Ring? Ja, auf jeden Fall. nee, Moment. Kann ich das da? Ich kann tatsächlich hier noch was machen. Geilo. Das heißt, ich kann den besseren Ring jetzt da reinmachen, um mehr Lebenspunkte zu haben. Was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Okay, und hier ist... Ansonsten, was ist denn das jetzt hier? Ich habe irgendwas Besonderes. Ich weiß aber nicht was. 3 von 6 von diesen Sachen habe ich jetzt irgendwie. Wo war das jetzt nochmal, dass ich hier auf XP... Was ist denn das bitte? Hä? Ach so, das sind Nah. Das ist irgendwie so ein Quatsch hier. Führungsqualitäten. Nein, das ist nicht das, was ich wollte. Ich möchte die Festung hier irgendwie organisieren. Okay, da kann ich jetzt tatsächlich hinreisen. Das hilft mir allerdings alles nichts. Sag mal, ich konnte doch irgendwo mal eine Festung organisieren. Wie ging denn das nochmal? Oder war das... Weltkarte, Legende, bla 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 bla. Das war doch irgendwo möglich. Gebe ich jetzt zu, dass ich das jetzt gerade eben... Oder war das hier bei Armee? Aufträge, Belagerungsverbesserungen. Jetzt, da war's doch. Wusste ich's doch. So, der Kollege hier, da müssen wir jetzt mal einen reinsetzen. Den Urlazu. Wobei, kann ich da nicht irgendwie auch in der Defensive was machen? Genau, den muss ich doch jetzt mal verstärkte Steinmauern, kann ich den geben? Steinmauern, feste Steinmauern, die Angreifer abwehren. Oder verstärkte Steinmauern. Diese Steinmauern wurden verstärkt, um Angreifern besser standzuhalten. Ah, es sind unterschiedliche Geldwerte. Und Metallmauern. Okay, das ist scheiß teuer. Scheiß drauf. Haben wir richtig taffe Metallmauern. Eisentore. Oh, da kann ich jetzt einiges machen. Eisentore. Sowohl das äußere als auch das innere Tor sind gegen Angriffe verstärkt. Giftspeier. Wolken giftigen Gases quellen aus Maueröffnungen und verursachen bei hochkletternden Angreifern Verätzungen und Würgeanfälle. Das ist, glaube ich, in der Kombination mit unseren Eisenmauern ziemlich geil. Und Feuerspeier. Die sind teuer. Aus Feuerschlitzen werden Flammenstrahlen ausgestoßen, die angreifende Olokai in Brand setzen. Eine unkonventionelle Wahl für eine Festung mit Holzwellen. Das ist richtig. Nee, das hole ich mir. Feuer. Sehr, sehr gut zu unseren Metallwänden. Das ist natürlich eine super Kombo. Wildenhort. Die verteidigende Armee wird mit axtschwingenden wilden Stoßtruppen verstärkt.
Oder Schildträgerhort. Die verteidigende Armee wird mit schweren Schildträgern verstärkt, die Siegpunkte länger halten können. Oder Jägerhort. Nee, dann, wie gesagt, in der Defensive ist, glaube ich, das hier besser. So, und jetzt kann ich hier noch eins freischalten, so wie es aussieht. Festungsverbesserung. Sehr cool. Was kann ich denn jetzt da machen? Einen Gefolgsmann müsste ich jetzt noch zuweisen für die Verteidigung. Warum nicht ihn? So, sehr gut. Jetzt kann ich nämlich noch mehr Dinge machen. Feurige Belagerungsbestien. Die verteidigende Armee schickt Belagerungsbestien in den Kampf, die feurige Zerstörungen und Schrecken auf die Angreifer ringen lassen. Oder giftige Belagerungsbestien. Die verteidigende Armee schickt Belagerungsbestien in den Kampf, die Angreifer mit tödlichen Giftgeschossen zusetzen. Oder verfluchte Belagerungsbestien. Die verteidigende Armee schickt Belagerungsbestien in den Kampf, die Angreifer und ihre Untergebenen mit lähmenden Artilleriefeuer eindecken. Ist also im Grunde also weitgehend gleich. Ich denke, dass Gift wahrscheinlich ganz witzig wäre. Nicht Feuer, weil Feuer haben wir ja schon. Das wäre ein bisschen doppelt gemoppelt. Deswegen lieber Gift. Und ich gehe davon aus, dass man hier auch wieder bloß die Wahl hat. Genau hier. Ich teste das mal. Wahrscheinlich habe ich da nicht beides. Ja, richtig, habe ich es auch befürchtet. Ich kann es halt einfach nur hin und her switchen. Alles klar. Gut. Dann, wen habe ich jetzt hier? Fernbogenschützen. Halt. Das ist hier Angriffsführer Rashter. Und das ist Urlazu. Hm. Kann ich jetzt halt gerade eben keinen sinnvollen mehr zuweisen. Aber wir sehen, also die werden immer größer hier. Also ich kann hier immer mehr dann quasi zuweisen, was ich natürlich sehr, sehr geil finde. Sehr, sehr geil. Hm, warte mal, ich kann einen Gefolgsmann zuweisen. Ach, jetzt habe ich den da dahin in meinen Angriffstrupp gepackt. Moment, erstmal raus. Brauchen wir gar nicht. Wir brauchen ja eigentlich, ehrlich gesagt, gerade eben keinen weiteren Angriffstrupp. So, aber jetzt wissen wir immerhin das schon mal. Sehr, sehr gut. Wir haben unsere Festung etwas mehr verteidigbar gemacht. Betrüg mich ja nicht. So. Willkommen im Team. So, du bist auch Teil des Teams. Du auch. Und jetzt möchte ich mal ein bisschen was über diese Unbekannten rausfinden, die ja teilweise auch hier Verbindungen haben. Track der Verteidiger. Okay. Er ist Bestienfutter. Furcht vor Hinrichtung. Und kann durch Hinrichtungen verwundet werden. Das ist immer sehr, sehr gut. Wenn er Angst davor hat, hilft es sehr, wenn er auch davon getroffen werden kann. Wow. Hast du den falschen Uruk ausgesucht? Ich habe mir gar keinen Uruk ausgesucht. Uiuiui. Ui, ui. Was? Anscheinend habe ich einen geheimen Verehrer. Du schon hier. Das ist aber schnell gegangen. Oh, fuck. Ja, ist klar. Wisst ihr, der hat mir dreimal eine reingehauen, ohne dass ich reagieren konnte. Das ist natürlich super. Und weg. So, mein Karagor. Danke, dass ihr ihn schon mal vorbereitet habt. Boah, holzen die mich einmal runter, ey. Der Wahnsinn. Ach, er ist beschusssicher. Na toll. Irgendwas ist ja immer. So, jetzt mache ich erstmal mir ein Team hier fertig. Dann wird der Kampf nämlich jetzt auch gleich hier viel lustiger. So, Dele. Oh Mann, ey. Ey, der Typ, ey, der wirbelt einfach nur rum und es ist ihm scheißegal, was ich mache. Achso, das ist meiner. Hoppala. Ich hasse es, wenn sie das tun.
war denn das da unten? Ich habe da unten gerade eben irgendwas, eine Spinne, glaube ich, aufgesaugt. Oh je, was soll ich denn machen mit dem Typen? Würde mich freuen, wenn das Feuer mal aufhören würde. Das schieße Ghoul-Eier ab, um Ghoul anzulocken. Hat sie Ghoul-Eier? Der hat es auf jeden Fall erstmal alle hier getötet. Ganz großes Kino. Einer gegen einen, wie echte Krieger. Aha. Finde ich total toll. Nur du und ich. Mhm. Nein, das hat sich schon angepasst. Ich hasse es, wenn sie das tun. Ja, klar, im Vorbeilaufen, haut er mich. Das Gemeine ist, man kann die Penner ja auch nicht wirklich parieren. So. Okay, er hat Angst davor, das ist sehr gut. Na, jetzt muss ich wieder weg. Naja, ist immer noch betommen. Halt. Ah, sehr gut, jetzt habe ich ihn. Man hat nur ganz kurz mal ein bisschen Anlauf gebraucht. Du schließt dich mir. Genau. Ja, ich diene dem hellen Herrscher. Dem hellen Herrscher. Mhm. Geh erstmal nach Hause, Junge. So. So war das schön, dass er freiwillig hergekommen ist. Und wir haben ein Level-Up, so wie es aussieht. Kann man nicht höher als Level 20 werden? Echt jetzt? Habe ich das Maximallevel schon erreicht? Ist das euer Ernst? Ach nee, okay, es fehlen eine Handvoll. Ich habe gerade eben schon eine Sekunde lang gedacht. 12.500. Das sind wirklich nur ganz, ganz wenig XP, die fehlen. Soll jemand gegen uns kämpfen? Ja, ich kämpfe zum Beispiel gegen dich. Aber dafür gibt es halt leider keine XP. Das glaube ich dir sofort. Ein kleiner saufender Freund. Ach Mann. Oh Gott, das ist ein Dicker. Das Geile ist, da ist gerade eben tatsächlich meine Kavallerie gekommen. Die kämpfen jetzt mit, das sind meine. Oh mein Gott. Au. Du lässt es bleiben, Junge. Das ist so geil, die patrouillieren jetzt tatsächlich hier die Lande. Oh, Entschuldigung. War keine böse Absicht. Na du? Und erledigt. Oh, der hat noch einen Schatz, der Junge. Den nehmen wir gerne mit. Darf ich jetzt endlich... Ach nee, die haben den Wurm tot gemacht. Ja, unter den Umständen war das jetzt nicht ganz so ideal. Na egal. Ich bin halt auf der Suche nach Würmern gerade eben, weil ich jetzt die letzten Bosse aufklären will. Und die dann auch noch quasi zum Teil von unserem Team machen möchte. Ein Vorratslager muss in der Nähe sein. Ich kann schon hören, wie sie darum streiten. Mhm. Hey! Nicht hauen! Nein, spring drüber hinweg! Verdammt! Oh, das war jetzt ungeschickt. Wo rennt denn der jetzt schon wieder hin?
Irgendeiner ist gerade eben gestorben, der nicht hätte sterben sollen. Na, also, da habe ich doch nochmal einen gekriegt. Dann möchte ich mehr über ihn hier wissen. Anfällig gegenüber Hinrichtungen. Ja, ansonsten nicht viel. Ich meine, anfällig sind die mehr oder weniger ja alle dagegen. Ein gebrochener Karagor, so wie es aussieht. Nein! Ich will doch gar nichts von euch. Da drüben ist nochmal einer. Genau, auf die Knie. Der vorletzte. Halt. Hallo? Jetzt. Asrans Bestienbrot. Oh, der sieht cool aus. Boah, der ist cool. Panische Angst vor Morgai fliegen. Hey, das kann man ausnutzen. Der ist mein neues Ziel. Ach, ich habe einen Auftrag, deswegen. Also ich finde ja diese normalen Orks im Vergleich zu diesen Olokai ziemlich langweilig. Also die Olokai sind schon sehr geil. Hoppala. Die gab es, glaube ich, im ersten Teil gar nicht. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht als Kommandanten. Das sind, glaube ich, meine hier, ne? Jo, das sind meine. Oh, da ist er ja. Luga. Immun gegen Schleichhinrichtungen. Oh je, über den weiß ich. Das ist der. Natürlich! Das ist der eine, über den ich noch nichts weiß, wisst ihr? Das ist der einzige, der jetzt hier. Ja, ist klar. Mal ein paar Spinnen freilassen. Vielleicht hat er Trouble mit Spinnen. Nein, bin ich nicht. Ihr lügt. Orks lügen immer. So, hoch. Und das da hier schnell einsammeln. Warum ist hier nirgendwo ein Wurm, damit ich rauskriegen kann, was der Typ kann? Na gut, ich kann es aber auch auf die harte Tour versuchen, ne? Ich meine, er ist immun gegen Schleichhinrichtungen. Das heißt nicht, dass er immun gegen Feuer ist. Er scheint aber auch nicht besonders brennbar zu sein. Man kann es ja mit Try and Error ausprobieren, ne? Er ist auch nicht beschusssicher. Er legt Fallen aus. Das sieht man. Oh, jetzt kommt er hier hoch. Finde ich gar nicht so cool. Er hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden geschluckt jetzt gerade eben. So, jetzt mache ich mir erstmal hier einen Freund. Siehst du, wie es brennt? Das stecke ich in deinen Bauch. Das Zischen und Prasseln ist Musik in meinen Ohren. Du bist aber ein schräger Vogel. Also selbst für einen Ork. Wow. Wow. Holy crap. Hier brennt es überall. Boah, ey, dieser blöde Olokai.
Hallo? Stirb du mal fröhlich vor dich hin. Na, scheiße. Aber jetzt habe ich ihn. Das war ja leichter als gedacht. Du wirst dienen. Ich töte deine Feinde. Sehr gut, zieh dich mal zurück, Junge. Mir wurde eh langweilig. Mir wurde eh langweilig. Ist dir nicht heiß genug, hä? So, wie viele gibt es überhaupt noch? So, jetzt haben wir Level 21. Sehr, sehr gut. Level 21. Was will ich denn da lernen? Was war denn hier noch Schönes? Brutale Aggression war... Ah, genau, wenn man das voll aufbaut. Das ist hier verbessert. Unablässige Machtfähigkeiten. Die Machtkosten verbrauchen nicht mehr deine gesamte Macht. Und Verbesserung Geisthinrichtung. Drücke X, um mehr Feinde hintereinander hinzurichten. Jedes zusätzliche Ziel kostet dich Fokus. Ach nee, dann nehme ich das hier. Lieber Macht sparen. Alles klar. So, ein Blick auf die Karte verrät uns. Was ist denn das hier? Machtprobe Grauk. Ah. Das könnte für den sehr tödlich werden. Okay. Müssen wir gucken, dass er das wahrscheinlich übersteht oder so. Wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn unser eigener das... Was war denn das gerade? Entschuldigung, ich bin da irgendwie gerade eben so ein bisschen verkratzt im Hals, habe ich so das Gefühl. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich greife es und krieg's nicht. Jetzt. Na also. So, was kann der so? Angst vor Untoten, anfällig für Hinrichtungen, Furcht vor Hinrichtungen. Ist der nicht gut gegen solche Viecher? Bestialischer Rausch. Klassenbonus Jagdspeer. Giftfest, okay. Oh Gott, der muss jetzt echt gegen ihn antreten. Na endlich! Eine Herausforderung! Mach schon! Her mit dem Grauk! Ist ja gar nicht bekloppt, was der vorhat, der Junge. Nein! Och Mann! Oh je. Okay, er ist gebrochen. Und ich habe ihn beherrscht. Und damit haben wir es geschafft. Sehr gut. Zatra, der Edle, hat ein Reittier erhalten. Level 3 gewonnen. Was reitet der jetzt ernsthaft auf dem Vieh oder was? Ich brauche den Grauk jetzt aber ehrlich gesagt gerade gar nicht so dringend. Befehle deinem. Was? Bäm. Ja, einige komische Orks hier, die hier nichts verloren haben. Meiner Meinung nach. So, gibt's hier noch irgendwie eine blaue Mission? Nö, eigentlich nicht. Das Einzige, was wir in der Nähe haben, wäre hier ein weiteres verlorenes Artefakt, das ich ganz, ganz gerne holen würde. Oh, und da liegt noch was rum. Cool, das sammelt man auch einfach so ein. Lol, da kann ich rüberlaufen. Und auch meins. Das ist ja cool, ey. Hier war ich, glaube ich, noch nie zu Fuß. Numenor war eine Insel im Scheidemeer im Westen. Das größte Reich der Menschen, bevor es in den Wellen versank. Wenige überlebten die Katastrophe. Vor allem Siedler, die sich ins heutige Mittelerde aufmachten.
Wir Gondoraner ließen uns oft von dem inspirieren, was wir über Numenor wissen. Viele junge Soldaten kamen, um diesen Helm zu berühren und träumten von den großen Schlachten in fernen Ländern, die sein Besitzer erlebt haben muss. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo Grauki. Ein numenorischer Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. Boom. 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 Holla die Waldfee. Wer da draufstampft, eh. Oh, die sind immer noch da. Hab ich die jetzt endlich getötet? Wäre voll toll. So, gucken wir mal. Was gibt's da oben noch? Da gibt's dann noch hier Online-Blutrache. Räche den Tod von Blablabla, indem du Garl der Gläubige tötest. Belohnung 50, Anzahl der Tötungen 2. Also der wurde jetzt schon zweimal getötet. Und das hier ist jetzt der Außenposten, den ich noch nicht vorgelockt habe. Ich glaube, ich mache jetzt mal auf jeden Fall das mit dem Außenposten. Hallo! Überraschung, ihr dachtet, ihr hättet Probleme. Jetzt habt ihr wirklich welche. Dass sogar der Karagor sich denkt, Scheiße, ist heute ein blöder Tag. Oh, der Karagor ist aber ziemlich tot. Halt! Komm her, Karagor! Karagor! Hey du! Mein Karagor. So, jetzt habe ich zwei Karagor. Und jetzt? Das ist, glaube ich, jetzt die Online-Blutrache hier. Online-Blutrache. Begib dich in eine Welt eines anderen Spielers und bringe dessen Mörder zur Strecke. Ach komm, warum nicht? Ich steig mal ab. Mal gucken, was ich da machen kann. Hallo. Was hat denn der für ein Level? 19. Furcht vor Karagor. Erleidet Schaden durch Hinrichtung, Explosionen und Schleichangriffe. Wir sind mal naiv genug, das zu versuchen. Räche Storm. Uiuiui. Also wir bekommen wirklich einen Ladebildschirm. Geht ihr wirklich in die Welt des anderen Spielers jetzt rein? Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Töte 10 Schildträger, okay. Was war das? Hi. Luftschleichtötungen. 3 Stück. Seine Bande sich an der Grube versammelt. Ein Haufen Nekromanten und Mystiker. Sie werden es wirklich tun. Entweder werden wir unaufhaltsam sein, oder jeder... Ach, der Falsche. Au. Erstmal irgendwo hin, wo ich nicht mehr gesehen werde. Na toll, die sehen mich natürlich immer noch. So ein Kack! Dann bin ich jetzt mal ein Freund von der Idee, mir Freunde zu machen. Das mag schon sein, dass du was gehört hast. So, die greifen nämlich jetzt auch gerade eben nicht meine Freunde an. So, das ist der erste. Ah ne, war der zweite schon, okay. Ich wusste nicht, dass der andere auch eine Luftschleichtötung war. Und jetzt ist er weg. So, jetzt bin ich bereit für euch. Halt. Ach Mann, ey, wie ich das hasse.
Eieiei. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Zumindest nicht beabsichtigt. Okay, geschafft. Wie ich schon sagte, Jungs, so viel Rüstung macht euch lahm. Aber ich werde euch trotzdem rächen. Mhm. Uah! Unangenehm. Oh fuck. Hab eine Ratte gefunden. Wir werden dich zerfetzen. Ich muss erstmal jetzt hier mal. Warum bin ich da gerade stehen geblieben? Das habe ich nicht verstanden. Erstmal ein paar Verfolger abschrecken. Rufen wir jetzt mal was herbei. Was ihm hoffentlich sehr lästig ist. So, und du hilfst mir von hier oben. So, der Karagor da unten kämpft. Oder die Karagors. Oh, fuck, die Karagors sind schon tot. Und wieder streckst du deinen Kopf aus dem Grab. Aber jetzt schicke ich dich endgültig zurück. Ich bin doch gar nicht derselbe Typ, von dem du da redest, dass du denkst, dass ich bin. Oh, scheiße. Wow, wow. Nohohoho. Schnell, schnell, schnell. Warum kletterst du jetzt seitlich? Kann nicht wahr sein, du sollst darüber springen. Der schleicht sich gerade an. Ich will den krassen Schlag jetzt gegen ihn führen können. Shit. Ach, der krasse Schlag ist schon wieder weg. Ey, was soll denn der Scheiß? Ich hatte doch gerade richtig viel aufgebaut. Ist klar. Und, boah, der Typ ist ja gar nicht mal so einfach. Jetzt hänge ich da fest. Ohne Witz, ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht schneller hoch, als ich eigentlich möchte. Hey du. Wäre ganz gut, wenn du mir hilfst. Schwindet den Grabwandler! Wir haben es bald in die Ecke getrieben. Mhm, es vor allem. Wie nett. Ich werde geäst. Wir finden schon etwas anderes zum Töten. Na also, ein Grauk. Hinter dir! Na toll, beschusssicher ist er auch. Scheiße. Nicht bewegen. Scheiße, ey. Die hauen den Grauk echt um. Die machen den Grauk einfach nur fertig. Ich bugge. Ich bin gerade voll festgebackt. Okay, Leute, ich muss jetzt an der Stelle ganz, ganz kurz mal Pause machen, auf entspannendes, ne? Sonst wird die Folge wieder zu lang. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und ade.